da bin ich wieder. Assassin's Creed 2. Das Finale. Ich gucke gerade durch. Wie viele Sequenzen gibt es? Sequenz 11 haben wir auf jeden Fall geschafft. Alter Ego, 1488. Angriff auf Forli, 1488. Haben wir, glaube ich, neu haben wir noch nicht geschafft. Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Geheime Orte habe ich nicht. 6 Federn. Schlägereien gar nicht. Wenn. Ja. Ist so. So, das heißt, wir haben den Edensplitter und wir folgen jetzt ihr hier. Hallo. Ah ja. Seht, wer da ist. Madonna. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine. Die hat auch einen feuchten Schlüpper. Carina und Machiavelli nach Forli bringen. Ja, das mache ich natürlich gerne. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forli lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun? Guck mal, wir kriegen auch ein Video. Nee, kriegen wir nicht. Einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Was? Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Mhm. Ich habe den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Schau. Oh nein. Was geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt für ein Problem? Das sieht nicht gut aus. Aspetta! Was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Ach, nett! Von ja. Die Brüder Orsi, Signora. Musste ja was passieren, wenn, passieren. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ha. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. Ich glaube, das ist relativ einfach. Wir sollen die Kinder retten und dann kriegen wir von Mutti hier ein bisschen... Ich brauche erstmal ein Schwert. Hallo. Da! Oh. Verlier sie nicht schon wieder! Ah ja, es wird wieder blutig. Oh, oh, hör auf, sie zu schlagen. Bitte mach mich leben. Kommt er nicht. Ich weiß hier gar nicht, wer hier auf meiner Seite ist. Okay, der ist nicht auf meiner Seite. Okay, der ist definitiv nicht auf meiner Seite. So, weiterlaufen. Hm. Tore sind zu. Das heißt nichts Gutes. Sie sind schon drinnen. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene, ich bin sofort zurück. Dieser Tunnel ist sehr frustrierend. Hey, ihr! Ja, okay. Ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde. Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim. Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch die Eier abreißen? Was für Männer seid ihr? Gehorcht euren Meistern für ein bisschen Kleingeld. Zack.
Okay. Gut. Ja. Merda, was geht nur in diesem gottverlassenen Bezirk vor? Wer hat etwas gesehen? Hallo? Merda, tot. Was ist passiert? Hat jemand die Tat beobachtet? Nee. Madonna, tot. Gut. Wer hat den Mörder gesehen? Tretet vor, wenn ihr etwas gesehen habt. Hallo. Was machst du eigentlich hier? Ich versuch's mal. Ja. Beim Versuch ist es geblieben. Da ist was. Ja. Öffnen. Ah, da drüben kann ich es so öffnen. Belohnung! Jeder, der Informationen zum Standort des gestohlenen Fingerknochens von Santa Chiara hat, erhält einen speziellen Dispens und Ablass vom Bischof und weitere spirituelle Zuwendungen. Oh, ganz viele Gegner. Aviso, wegen des Mangels. Okay. Eine lächerliche Kuh. Das ist ein Kuh. Stoppt ihn! Wird nichts gestoppt. Ich muss einfach schneller sein. Ich muss schneller sein. Ich wette, ihr wollt sie sehen, oder nicht? Ihr wollt sie berühren. Würdet gerne an ihnen lecken. Was? Wer will denn hier an wem lecken? Hallo? Das ist doch ein Porno. So. Oder ist das der Grund, warum ihr gehen wollt? Oh, guck mal, hier ist eine Leiter. Ist das die Mutti, die hier die ganze Zeit so flucht? Die hat aber auch Feuer unterm Hintern. In der Klosterschule. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine elenderen Feiglinge gesehen als euch. Wie erbärmlich. Wie erbärmlich. Es wird nichts an euch ändern, wenn ich euch kastrieren lasse. So, die schlafen jetzt auch. Hau mal das Tor auf. Ja, ja. Ezio kann's halt. Was sprichst du denn einfach los? Ich bin jetzt lang und gleichzeitig kann ich mal. Okay. Finde ich gut. Los, mach die nieder! Was ist denn hin hier? Okay, da kommt man nicht rein. Edle Preise für edle Waren. Lösungen wie für einen Kaiser. Ich nehme dich mit in die Hölle, du Hund. Noch ein toter Tötet die Schafe. Katzo, dafür wird uns die Gilde wieder mächtig einsetzen. Ich finde es gut, dass ich einen starken mit dabei habe und dass die grün sind. Ich sehe das nur im Kampf immer nicht. Oh, hallo, guck mal, neue. Ist doch mal gut hier. Okay. Noch eine Leiche. Sie ist noch wach.
Haltet die Augen offen. Gebt es Augenzeugen. Au. Oh. Schubt ihr mich denn? Party! Unaufgeräumt erscheinen, aber ich kann schmieden. Party! Misericordia! Mich nicht! Immer schön von hinten pieksen. Lohnt sich. Oh, da hinten nicht. Hab die Mutti vergessen. Echt jetzt? Ich suche mal wieder den größten aus. Oh, ist! So habe ich mein Schwert verloren. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Meine Waffe. Ich habe meine Waffe verloren. Hilf mir doch mal einer! Da habe ich ein Problem. Der Typ ist... Na gut, hier. Naja, lass die Mutti in Ruhe. Ich muss ein bisschen auf die Mutti aufpassen. Okay. Ich habe irgendwie keine Leute mehr. Mutti ist da hinten. Ich muss auf die Mutti aufpassen. Was mache ich denn jetzt? Aber. Mutti! Oh. Wo ist Mutti? Der Mutti muss ich aufpassen. Die hat ganz schöne Schaden gemacht. Also, hat auch nicht Schaden einstecken müssen. Schade. Das war nicht optimal. Na gut. Also die Mutti muss aufpassen. Wir dürfen es auch natürlich nochmal machen. Wird uns die Gilde wieder mächtig einseifen. Wir müssen auf die Mutti aufpassen. Die kriegt nämlich ordentlich eins drauf.
Jetzt! Da! Packt ihn! Da muss auf die aufpassen. Auf die Katharina muss ich aufpassen. Frisch gefangene Igel. Hurra! Dieses Mal kommt er nicht. Er hat mich jetzt geschlagen. Beiden. Oh, hier, guck mal, die Mutti kriegt schon wieder eins auf den Sack. Und alle stehen sie dumm rum. Mutti kriegt eins auf den Sack und alle stehen rum. Mal Mutti aufpassen. Hör auf, ich will nach der Mutti gucken. Das ist doch nicht dein Ernst. Beschützt doch mal einer die Mutti. Die wird nämlich gerade hier ordentlich... Okay. Fertig? Riecht sie erstmal auf hier. Die hat nämlich hier echt Probleme. Hoffentlich sucht er keinen Ärger. Sofort vortreten! Hör zu! Da ist er! Auf ihn! Schön auf die Mutti aufpassen. Er hat nämlich nicht mehr viel Leben. Lass mich durch. Wo ist er? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie immer noch nicht. Auf. Ich töte den jetzt. Kann aber nicht wahr sein. Ist das wirklich... Alter, nerv nicht. Oh, die haben echt nicht mehr viel Leben. Öffnet das Tor! Presto! Ein Hinterhalt! Oh, nee. Hat jemand den Mörder gesehen? Nur keine falsche Beschreibung. Wieder am Kämpfen. Ja, nerv doch mal nicht. Jetzt!
Ja, schreibe ich. Aber die hat ja die dominanten Donate. Und 4 Genate. Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Okay, 6 Genate. Vergib mir, Signora. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein! Jawohl. Mir nach. Sag doch ja. Dominant können sie! So, Zitadelle vor Angreifern schützen. Mach mal. Katharina. Okay, nee. Ich würde mich gerne frei bewegen. Oh, von zwei Seiten. Okay. Ey, die Mutti, die ist echt gut. Munition wurde aufgefüllt. Ja, was denn für Munition? Ich brauche Hilfe. Ich verstehe es nicht. Steh's echt nicht. Ober, geht mir aus dem Weg. Ja, das hast du richtig gut gemacht. Jetzt bin ich nämlich unten. Und alle anderen sind oben. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Der Steve ist schon wieder Maskenball. Und ich komme nicht rein. Ich komme wirklich nicht rein. Ich. Was ein Scheißspiel, echt. Ist geil! Komm, macht euer eigene Party. Ich bin draußen. Ihr macht das schon. Ja, danke. Ich stehe gar nichts. Vielen Dank, Supi. Mensch, mega mit euch. Supi. Was für ein Kack, echt, ey. Genau, hau immer drauf. Hey, was bist denn du? Genau, genau, Signore. Hey. Ich hab kein Schwert. Siehst du das denn nicht? Was wird denn das, wenn's fertig ist? Was macht ihr? Warum jagt ihr mich? Habt ihr eben mit euch gekämpft? Ich habe mein Schwert verloren, hallo? Direkt zum Friedhof. Das ist schneller. Ich sehe ihn. Da. Bleib stehen. Warum? Und ich da. Nee, ich, sorry, ich verstehe es wieder nicht. Das ist so das, wo ich wieder keine Ahnung habe, wieso dieses Spiel das so macht, wie es macht. Oh cool, da ist eine Feder. So, also ich glaube, wir haben es geschafft. Glaube ich. Weiß es nicht.
Hätten sie jetzt nicht überlebt, wäre es vorbei gewesen. Dann hätte ich die Mission nochmal machen müssen. Oh, Entschuldigung, so brennt gerade. Aber es ist geil, weißt du, das Spiel blöderweise rausgefallen. Ja, ist okay, ich laufe hier ohne Schwert rum. Finde ich auch geil. Weiß noch nicht so richtig. Wir laufen hier reparierte Erinnerung. Ich. Geil. Reisende! Banditen wurden an der Kreuzung nach Bologna gesichtet. Es wird vermutet, dass es sich um arbeitslose Lakaien aus der Kaskogne handelt. Seid wachsam! Ich. Sondererinnerung. Komm, wir nehmen die Sondererinnerung. Aber eh kein Schwert. Schwerter werden überbewertet. Na, also ihr seht's, ich hab kein Schwert. Wird überbewertet. Definitiv. Ich mach mal die Sondererinnerung. Was auch immer. Salve! Ja, Fresse. Bald werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. Er wird überhaupt nicht so viel lesen. Zack. Sondererinnerung. Was ist denn eine Sondererinnerung? Oh, hier ist eine Feder. Cool. Was ist denn diese Sondererinnerung? Ich bin nur neugierig. Ich will nur wissen, was diese Sondererinnerung ist. Mach mir ja mal ein bisschen die Füße dreckig. Die ist garantiert auch ganz woanders, diese Sondererinnerung. Würde ich fast wetten. Na, nur genau. Sie ist schon da hinten. Ein Pferd wäre toll gewesen. Aber. Ich habe es ja mehrfach schon gesagt. Ich freue mich auf die Games, wenn ein Pferd regelmäßig zur Verfügung sein wird. Oder ein Reittier. Muss ja nicht mal ein Pferd sein. Vielleicht ja auch ein Kamel oder ein Dromedar. Oh, guck mal, hier ist auch noch was. Nee, ist nur Kiste. Was ist das da hinten? Was bist du denn hier? Ein Hund? Katze? Maus? Krüger? Wir werden es nie erfahren. Was ist das hier hinten? Like ice in the sunshine. Da 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 da. Hallo Jungs. Starting away. Da da da. Okay, ich muss auf jeden Fall nach oben. Hoppala. Okay, muss noch weiter. Da hoch. Der können nehmen, finden, ja. Noch weiter nach oben. Na, ihr hört gerade meine allgemeine Verwirrung. Okay.
kenne den Gegner. Gegner sehe ich hier nicht. Schönes Rennen, aber. Ich habe da mal eine Frage. Ich bin jetzt für den Scheiß einmal komplett. Oh, hier wäre ein Pferd gewesen. Hey, ihr könntet jemanden verletzen! Verdammt! Ihr Ausländer kommt her und verbreitet. Ist das nicht gefährlich? Katzo! Weiche! Verdammt! So! Da ist er! Mich brauchst du nicht! Kann mir mal einer erklären, warum ich permanent eigentlich angegriffen werde? Geht mir ein bisschen auf den Sack. Friedlich, voll netter Typ. Hab mich ja schon wieder verletzt. Hab immer noch nicht mein Schwert. Also ich gehe jetzt zu einer Story-Mission, es ist mir jetzt auch egal. Also das ist, ich bin jetzt wirklich dafür, dass ich nur um die Trophäe zu bekommen, dahinter gerannt und dachte, es kommt nur irgendeine geile Story. Aber nee, war nur die Flugmaschine. Na gut, so viel dazu. Schneid mal raus, natürlich nicht. Komm, Freunde. Ich will hier hoch. Und da erlebe ich dann irgendwas. Vor allem eine Truhe. Okay. Oh, guck mal, hier ist sie doch. Hi. Katharina! Oh. Katharina Sforza! Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico! Und Keiko! Zu euren Diensten! Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie! Ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich hab alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Soll ich mit dem Kind machen? Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Naja, gut. Eine Mission. Oh, guck mal, die könnte ich ablehnen. Ich weiß zwar nicht, was danach kommt, aber die könnte ich ablehnen. Na gut. Da ich ja kein Schwert mehr hab. Nö, ich hab echt kein Schwert. Jetzt hier läuft ohne Schwert rum. Mal gucken, ob ich beim Schmied was kriege. Den da kenne ich. Ich hätte gern ein Schwert. Ich hätte gern ein Schwert. Er ist hier! Du gehörst mir, Assassine! Oh, schneller! Lauf, die sind schneller. Aber auch echt aggro.
Noch ein Söldner? Noch. Hallo, was ist das? Er ist hier! Noch ein Söldner? Ich bin da! Kommen wir noch nicht mal raus. Pferd. Pferd. Das Schlimme ist, ich habe keine Ahnung. Kein Schwert. Blumen. Wir mögen hübsch aussehen, aber das trügt. Frag doch Papa. Er ist hier. Also die Ragazzi. Merda. Oh, ich glaub dir nicht, ich hätte Angst vor. Das wäre ein Fehler. Meine Mama lässt nicht zu, dass ihr mir etwas antut. Und wenn ihr auch nur ein Haar meines Bruders krümmt, wird sie euch jagen und zum Frühstück fressen. Kapito. Schneller. Na zu, fass ihn dort. Forza ragazzo! Warum verteidigt er sich nicht? Einfach verteidigen. Einfach verteidigen. Einfach verteidigen. Einfach verteidigen. Einfach verteidigen. Einfach verteidigen. Gerettete Kinder. Das werdet ihr nie überleben. In einer Stunde bin ich... Grazie. Grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Okay. 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 Lass mich doch. Ich tue doch keinem etwas. Der kommt nicht so viel. Was glaubst du, wo du hinrennst? Okay. Also ich sage einfach okay, wenn es mich einfach annervt, dass er nicht einmal hier hochspringt. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er?
dieses Gesicht. Sollte es nicht hier oben sein. Willst du deinen Sohn wieder gehen sehen, Katharina? Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Mama, hilf mir! Ich will hier nicht mehr sein! Da! Ja, das war wieder zu erwarten. Und das ist so das, was ich echt nicht schön finde. Du bist oben, alle fallen, oder nee, du fällst. Ja, wenn du noch 20 Mal draufhaust, dann freue ich mich immer noch wie so ein kleines dummes Kind. Mann. Basta, ich bekomme Kopfschmerzen. Aber dass man mich ohne Schwert rausschickt, finde ich geil. Das ist die letzte Chance, Katharina. Den Apfel sofort, oder ich breche dem Jungen die Beine. Es ist so dieses Nervige, wenn du eh schon weißt, Steuerung läuft nicht, du hast Zeitdruck. Dann bist du eigentlich nur noch an diesem Punkt, wo du sagst, ja, komm, hau ab, verpiss dich. Achso, ich muss noch höher. War ich nicht genau hier gerade vor, aber... Willst du deinen Sohn wieder gehen sehen, Katharina? Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Mama, hilf mir! Ich will hier nicht mehr sein! Den Armee habe ich schon erwischt. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Also dafür, dass ich dachte, in der letzten Folge ist Feierabend und war es das irgendwann... Ist es das gerade überhaupt nicht? Grazie, Messere! Also es ist, ja. Total zieht sich gerade extrem in die Länge. Cool, ich habe nochmal eine Mission. Ich habe immer noch kein Schwert. Ist voll geil. Ich frage jetzt mal nicht, Mobula. Hey, Pferdchen. Das Pferd ist in seiner Steuerung. Okay, also das ist wohl ziemlich dämlich gerade gewesen. Irgendwo muss es doch auch hier reingehen. Also, ich weiß es nicht. Wie viele Eingänge gibt es hier? 2000? 5000? Und ich bin genau mittig? Klar. Klar, ich. Oh, was zur Hölle. Das ist das, was halt so nervt. Das ist, macht überhaupt keinen Plan. Ich habe immer noch kein Schwert. Okay, wenn KI dumm ist. Also, dass ich dumm bin, das weiß ich manchmal.
Mir auch dämlich anstelle, weiß ich auch, aber... Jetzt läuft dann die KI schon wieder in die Füße. In der Arme. Und alles ohne Schwert. Ich möchte das mal... Ich möchte das mal bedenken. Verschont mich. Ihr habt... Aber ich singe euch. Wir haben leider alle frommen Bestellungen fürs nächste Jahr. Ja, komm her. Vielleicht ein anderes Mal. Ich will keine Schatztruhe. Ich möchte den Schmied. Hier so. Welch unglaubliche Preis. Kaufe ich mir halt schnell ein neues Schwert. Das ist mir doch jetzt scheißegal. Also echt, ey. Was ist das für eine Logik dahinter? Also Monsterchen, wenn du das siehst, ich hab's echt versucht. Genau, danke. Dieses Spiel souverän durch die Gegend zu, fertig zu machen, aber irgendwie... Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Jetzt ist der Apfel wieder weg. Unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Und was? Die Karte. Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Ist, ihr wollt mich doch aber komplett von vorn Bergen bis hinten ich verarschen. Schon wieder hat die Bruderschaft der Flagellanten vom Monte Poggiolo ihre Seelen verschmutzt. Oh, ich nutze nur feinste Wolle. Hingerichteten ehemaligen Rektor muss das jährliche Fest im großen Saal abgesagt werden. Schwert. Echt alle. Klar, Bogenschützen gibt's auch noch. Und wir gehen. Ich werde alles tun. Nur lasst mich gehen.
Flamme reinzufeuern. Hat ja nichts getan. Oh, wir haben gleich den richtigen erwischt. Na, das konnte ja gar nicht passieren. Hast du meine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Oh, mies. Ganz mieser Zug. Ganz mies. Habe ich nicht in diesem Spiel genug auf die Fresse gekriegt? Ganz mies. Nicht nett. Oh nein. Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Also das Spiel ist natürlich noch nicht zu Ende. Es geht noch 24 Jahre. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Naja. Oh. Was ist denn passiert? Noch mehr Bart. Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sie. Ich erinnere mich. Schön Bart hatte. Wartet. Da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes. Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Im großen Saal abgesagt werden. Ja. Also das Spiel ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil. Dauert noch ewige Folgen. Ist okay. Nervt halt nur, weil man sich darauf eingelassen hatte. Aber war ja zu erwarten. Das ist normal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, wie es dann läuft. Bis dahin, macht es gut.